Johann Gudenus gegen Peter Kolber. FPÖ gegen Lieste Pilz. Regierung gegen Opposition. Ja, das Thema, das heute am heißesten diskutiert wird in Österreich, ist die Frage, Burschenschaften verbieten, ja oder nein? Der Bundeskanzler hat dem Innenminister den Auftrag erteilt, die Germania zu verbieten. Der wird auch tätig werden, Innenminister Kickl. Und bei mir im Studio jetzt Klubobmann Gudenus von der FPÖ und Klubobmann Kolber von der Liste Pilz. Guten Tag. Und die zwei Wortgewaltigsten im Parlament, auf der Linken, auf der Rechten, glaube ich, darf man schon sagen. Herr Gudenus, Sie sind ja da ein bisschen im Mittelpunkt des Feuers, im Eye of the Storm, denn rund um Udo Landbauer ist ja diese ganze Burschenschaftergeschichte aufgebrochen. Dann hat es lang das Hin und Her gegeben werden, soll der Landesrat werden, jetzt wird er Klubobmann. Und dann dazu die Frage, was hat denn die FPÖ mit den Burschenschaften am Hut? A, wie kann es überhaupt sein, dass ein FPÖ-Spitzenkandidat so verstrickt ist in einer so umstrittenen Burschenschaft? Und B, was haben Sie denn mit den Burschenschaften am Hut? Warum liegt Ihnen so viel an diesen schlagenden Burschenschaften? Ja, zum ersten Mal muss man da einiges trennen, auseinanderhalten. Die Burschenschaften sind legale Vereine, so wie viele andere Vereine auch, die eine gewisse historische Tradition haben. Das, was hier aufgedeckt wurde und das Thema jetzt auch der Diskussion ist, nämlich dieses Liederbuch und der Liedertext, ist abscheulich, das gilt es zu verurteilen. Und es wurden auch prompt alle Maßnahmen eingeleitet, nämlich strafbehördlicher Natur, aber auch was die Vereins Existenz betrifft, da wird es ein Verfahren geben. Und Udo Landbauer war der Erste, der auch gesagt hat, es musste nachgegangen werden. Aber jetzt pauschal einen Generalverdacht oder einen Generalangriff auf alle diese Vereine durchzuführen, ist, glaube ich, etwas sehr übertrieben und fehl am Platz. Weil, Finden Sie es richtig, dass diese Germania aufgelöst wird? Also das sollte ein rechtsstaatliches Verfahren geben und wenn das zum Schluss kommt, dass es aufgelöst werden soll, dann sollte es so sein. Die Germania wurde auch vom ÖPR, der österreichische Penelerring, das ist der Dachverband, ausgeschlossen, ist nicht mehr Bestandteil. Und natürlich muss dem nachgegangen werden, weil wir haben ja auch heute im Nationalrat diskutiert. Wir sind in einem Gedenkjahr. Wir haben in der Bundesregierung und im Programm ganz klar festgeschrieben, dass wir eine ganz große Ablehnung dem Antisemitismus und allen Extremismen gegenüber natürlich nicht nur jetzt niederschreiben, sondern auch das Leben. Und das ist eine große Verantwortung, vor allem heuer. Und diese Verantwortung leben wir auch, auf jeden Fall. Ja. Der Herr Kröber wird Ihnen das nicht ganz abnehmen, oder? Na, ich glaube, man betreibt jetzt Schadensbegrenzung. Das ist zu erwarten gewesen. Ich glaube, dass da ein viel größeres Problem besteht, als dass eine kleine Burschenschaft aus, glaube ich, Wiener Neustadt da halt ein Liederbuch hat, sondern dass das in den Burschenschaften, nicht in allen, aber in vielen, ein durchaus deutschnationales Gedankengut, auch Antisemitismus durchaus verbreitet scheint. Ja? Ich kann das ja nur von außen sagen, ich war ja nie in einer Burschenschaft. Und ich glaube zum Beispiel, dass man sehr wohl sich fragen muss, ob man den österreichischen Penelerring, wo die Burschenschaft auch dabei war und andere auch dabei sind, ob man die wirklich mit Hunderttausenden fördern soll. Das hat man begonnen in den irgendwann unter Schwarz-Blau 1. Warum man das dann fortgesetzt hat, wie also andere Regierungen waren, weiß ich nicht, das kann man die fragen. Aber ich glaube, im Lichte dieser Auseinandersetzungen jetzt um die Burschenschaft Germania wäre es höchst an der Zeit zu sagen, der Penelerring soll diese Förderungen zurückzahlen. Denn also das erste Forderung, hat mit Österreich nichts zu tun. Keine Förderungen mehr für den Penelerring. Ja. Zweite Forderung, untersuchen, ob da nur eine Burschenschaft betroffen ist oder viele. Genau. Und Sie tippen auf viele. Ich tippe auf mehrere, sagen wir mal so. Herr Gudenus, sind Sie eigentlich Mitglied einer Burschenschaft? Ich bin Mitglied einer Pedalierverbindung in Wien und auch einer akademischen Burschenschaft Vandalia, wo auch Heinz-Christian Strache ist, und der akademischen Burschenschaft Aldania. Mhm. Sowas ist mir nie untergekommen. Das sind, das heißt, Sie Vereine, waren in einer dieser berühmten schlagenden Burschenschaften? Als in einer Mittelschulverbindung. Wurden aber offenbar nicht getroffen. Nein, niemals. Aber in dem Sinne hat es nicht. Im Parlament haben Sie Kollegen, ja, da sieht man es schon. Ja, ja. Ich trage eine Narbe auf einer Stirn, aber das war ein fliegendes Glas eines wahrscheinlich politischen Andersdenkenden am Opernball vor 6 Jahren. Wo ich dann relativ stark aber getroffen wurde. Aber Sie sind stolz darauf, dass Sie Burschenschafter sind. Also das ist eine Vereinsmitgliedschaft. Ich bin in vielen Vereinen Mitglied, hin bis zur
österreich-russischen Freundschaftsgesellschaft oder zu anderen Vereinen wie dem Jockey Club und dergleichen. Man hat leider zu wenig Zeit, das alles aktiv durchzuführen. Aber natürlich, ja, wir haben dort auch gute Zeiten verbracht. Wenn man ein älteres Mitglied ist, hat man keine quasi Verpflichtung, dort laufend hinzukommen. Aber ich kann für mich sprechen und für all das, was ich bisher gesehen und erlebt habe, mit meinen eigenen Augen und Ohren, sowas hat es nicht gegeben in meinem unmittelbaren Wahrnehmungsbereich. Haben Sie ein Liederbuch in der Vandalia? Gibt es natürlich Liedertexte, keine Frage, aber sowas ist da kein Bestandteil. Das wäre also voll aufgefallen, also zumindest mir wäre es aufgefallen, weil ich ja auch diese Texte, da ich gerne gesungen habe, auch immer wieder gelesen habe. Also in Ihren Augen ist diese Vandalia harmlos? Das ist ein Verein wie der andere, es ist nicht verboten, es ist legal. Und da sind junge Männer dabei, die einfach ja, eine gewisse Tradition pflegen wollen, aber alles auch in einem Bereich, wo auch schulisch gelernt wird, wo die Menschen auch weitergebracht werden durch die Älteren, die dabei sind. Noch ein Satz zu den Mutmaßungen, zu Herrn Kolber. Also ich wiederhole, der Generalverdacht ist nicht angebracht. Ja? Und das wäre nicht gut für den Rechtsstaat zu sagen, wir verdächtigen jetzt alle. Und wenn es um Förderungen geht, dann könnte man auch sagen, die grüne Jugend, das ist jetzt nicht Ihre Jugend, aber das ist nur ein Beispiel, die ist eine Jugend, die sagt, Heroin gehört legalisiert oder Österreich gehört aufgelöst oder es gehört eine Weltrevolution des Marxismus. Das klingt auch nicht gerade nach friedlich und nach staatstragend. Da könnte man auch fördern, die Förderungen einzustellen. Aber da müsste man wahrscheinlich bei jeder Jugendorganisation irgendwie tätig werden. Aber ganz so sollte es auch nicht sein. Herr Kröber? Ja. Wir haben viele junge Leute, aber keine Jugendorganisation, ja, die sich nicht, da irgendwie also was zu schulden wird vielleicht kommen. Lassen, ne? Aber letztendlich kommt ja ein Teil von Ihnen, von den Grünen, so war es offenbar gemeint. Aber Sie haben ja schon einen Generalverdacht gegen die Burschenschaften, ne? Das, was ich von Burschenschaften erlebt habe und was ja immer wieder aufpoppt, das sind halt, das ist eine Nähe zu rechtsrechten Gedankengut. Nicht jetzt noch einmal, nicht von allen. Es sind ja nicht alle schlagend, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es gibt diese Nähe, es gibt ja nicht nur Liederbücher, es gibt ja auch Publikationen wie die Aula, wo dann die Leute schreiben und so weiter. Ne? Also da kann man einiges finden, was meines Erachtens durchaus Gefahr auch für Österreich und sein Ansehen in der Welt bedeutet. Wobei ich das ja denen, die das betreiben, gar nicht so vorhalten will. Das, wo ich sagen muss, wer da wirklich die Verantwortung trägt, das ist schon der Herr Bundeskanzler Kurz, weil der hat sich diese Herrschaften in die Regierung geholt. Und der trägt die Verantwortung dafür, dass wir uns jetzt in Österreich, möglicherweise auch in der Welt, relativ blamieren. Die Liste Pilz hat ja sehr heftig kritisiert, dass die FPÖ-Burschenschafter teilweise in den Generalsekretariaten, ja, der Ministerien hat und auch relativ viele im Club. Das haben Sie einerseits recherchiert, andererseits kritisiert. Ja, und vor allem haben wir eines kritisiert, dass man bei den Regierungsverhandlungen ganz offensichtlich eine Aufteilung gefunden hat und gesagt hat, das Thema Sicherheit kriegt die FPÖ und das Thema alle anderen wirtschaftspolitischen Themen, also der Angriff auf den Sozialstaat und die Durchsetzung der Interessen der Spender der Liste Kurz, das liegt bei der ÖVP. Ja. Und damit hat man das Innenministerium, das Verteidigungsministerium und auch die Aufsicht über drei Geheimdienste der FPÖ überlassen. Und was hat das jetzt mit den Burschenschaften zu tun? Das hat jetzt mit den Burschenschaften unmittelbar nichts zu tun, aber mit dem Generalthema ist das gefährlich und ist das, werden da Ideologien vertreten, die mit unserer Verfassung nicht vertretbar sind. Ne? Und da haben wir jetzt eine Nähe. Die Kardinalfrage ist Regierung. Ja, wie wichtig sind der FPÖ die Burschenschaften? Sind die wichtig für die FPÖ? Der FPÖ sind Menschen wichtig, die unbescholten sind, die gute Arbeit leisten und die für Österreich eintreten. Das ist uns wichtig, ob das jetzt Burschenschafter sind oder CV-Verbindungen oder ehemalige Mitglieder von linken Vereinigungen. Das ist uns relativ egal. Ja, der Bürgermeister Häupl war auch Mitglied einer schlagenden Burschenschaft zum Beispiel, nur um das Ganze auch mal auch darzustellen. Und noch zum Thema zurückzukommen. Das ist ja jetzt mittlerweile aufgeflogen, dass bei der SPÖ ja auch da Einflüsse sind. Wie in der Neustadt gerade gesehen. Wie in der Neustadt, am Städten und also dergleichen. Auch jede Menge SPÖ, wenn man von Vereins, von kürzester Zeit. Ja, nur, ja,
Ich meine, ich muss das interessant, dass bei der SPÖ die Leute immer erst ausgeschlossen werden, wenn sie hinter Gittern sitzen. Der Silberstein ist erst dann, sozusagen, von ihm hat man sich erst dann distanziert, wie er in Israel im Gefängnis gesessen ist. Vom Städtner Gemeinderat hat man erst dann den Ausschluss verhängt, wie er in U-Haft gesessen ist, aber das 4 Tage, nachdem er festgenommen wurde. Ja, und der Herr Landbauer hat persönlich, dem ist nichts vorzuwerfen, die Staatsanwaltschaft der Mittel ja gar nicht. So, lassen wir mal die Kirche im Dorf, ganz kurz noch einen Satz, Herr Kollege, zu den Förderungen. Ja? Die Gemeinde Wien, wo wir auch immer dagegen stimmen als Freiheitlicher, fördert zig Vereine, vieles sind in Ordnung, aber leider auch sehr viele mit einem sehr dubiosen Hintergrund. Beispiel Ammerlinghaus, ja, Sadomaso-Vereine dabei, dann links-linke Weltverschwörungsvereine, die den sozialistischen, die Weltrevolution fordern, die kriegen alle Geld. Ja, ja. Das habe ich aufgedeckt vor 15 Jahren als junger Gemeinderat, das Ammerlinghaus und vieles andere auch. Und da müsste man mal schauen, immer nur den Blick Richtung rechts zu richten und am linken Auge links sein, das ist sehr relativ einfach. Da muss man schon objektiv sein und ich sage Ihnen eins, dieser Fall gehört nicht untersucht, sondern gehört auch rechtsstaatlich verfolgt. Aber der Großteil der Burschenschaften, vor allem entspringen aus der Zeit 1815 und 1848, die für Pressefreiheit, für Medienfreiheit, für Versammlungsfreiheit, für Wahlrecht eingetreten sind, kann man doch nicht verurteilen. Die haben einen großen Dienst an der Gesellschaft geleistet. Wir sind jetzt in einem ganz spannenden Moment, es wird gleich ganz hitzig werden. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann kommen wir mal zurück und fragen, warum hat die SPÖ ausgeschlossen und die FPÖ nicht. Wir sind gleich wieder da. Johann Gudenus gegen Peter Kolber, FPÖ gegen Lise Pilz, Regierung gegen Opposition. Spannende Diskussion bei Fellner Live, der Clubobmann der FPÖ, Johann Gudenus, hier bei uns zu Gast zum Thema Burschenschaften, der Clubobmann der Lise Pilz, Peter Kolber zu Gast zum Thema Burschenschaften. Die beiden sind sich schon ein bisschen in die Haare geraten. Der letzte Punkt war, wie der Herr Kolber angemerkt hat, die SPÖ hat ihren Burschenschafter, der irgendwie die originelle Idee gehabt hat, diese Lieder auch zu bebildern, das muss man erst einmal draufkommen, ausgeschlossen. Sie haben den Herrn Landbauer nicht ausgeschlossen. Warum? Ganz einfach, weil jemand, der solche Bilder verfasst, eindeutig eine Individualschuld trägt, die beim Herrn Landbauer einfach nicht vorhanden ist. Das hat er ganz klar auch dargestellt, dem muss man Glauben schenken und er war auch der Erste, der Untersuchungen gefordert hat. Jemand, der sowas schreibt oder zeichnet, da ist vollkommen klar, da ist eine Individualschuld vorhanden. Beim Herrn Landbauer sicherlich nicht. Und da geht es auch um den Umgang mit Rechtsstaatlichkeit und Strafrecht. Beim Strafrecht geht es um Individualschuld und nicht um Anpatzen und irgendwas mit Bicken bleiben. Und das muss man schon auch trennen. Beispiel auch am Stetten, der SPÖ-Gemeinderat, der mit Pädophilie und Nazi-Devotionalien ins Gerede gekommen ist, der wurde am Donnerstag vor der Niederösterreich-Wahl festgenommen und erst wie der ganze Fall am Montag, sag ich mal in Klammer, leider nach der Wahl medial publik wurde, erst dann wurden Maßnahmen ergriffen. Und da frage ich mich schon, warum wurden die Maßnahmen nicht schon bei der Festnahme ergriffen und bei der U-Haft? Und da sieht man schon, wie die SPÖ hier eigentlich vorgeht. Ja. Trotzdem muss man die Frage stellen, wenn jetzt die Germania zum Beispiel aufgelöst wird, weil sie also nationalsozialistisches oder rechtsextremes Gedankengut hat und ihr Udo Landbauer ist dort der stellvertretende Vereinsobmann, spätestens dann müsste eigentlich ausgeschlossen werden, oder? Das muss nicht sein. Schauen Sie, in der Burschenschaft gibt es zwei Kreise, nämlich den Kreis der alten Herren, das sind diejenigen, die kaum mehr auf die Bude gehen, und da war ein stellvertretender Obmann, und den Kreis der Aktivitas, das sind die Jüngeren, die laufend dort sind. Mhm. Und der Udo Landbauer war eben stellvertretender Obmann des älteren Herrenkreises. Er hat dieses Buch nie gesehen, ist ihm nicht in den Blick gekommen. Und wenn er es gesehen hätte, hätte er auch dagegen was gesagt und hätte die Maßnahmen ergriffen. Wie das Buch gedruckt wurde und in Umlauf kam, war Udo Landbauer 11 Jahre alt und bei der Burschenschaft nicht dabei. Herr Kröger? Ja, das mag schon sein. Der Vorwurf lautet auch nicht, dass er das selber geschrieben oder erfunden hätte, sondern ich glaube, man muss trennen. Es gibt sozusagen einerseits strafrechtliche Ermittlungen gegen die das produziert haben, weil das wäre Wiederbetätigung, das ist strafrechtlich verpönt. Ich glaube nur, es gibt neben dem Strafrecht auch noch eine politische Verantwortung, wenn man an der Spitze einer Organisation steht. Und die wäre wahrzunehmen und die wäre, da ist er rücktrittsreif aus meiner Sicht. Das Problem, wenn linke Parteien immer diese moralischen roten Linien ziehen wollen, weil man hat immer den Eindruck, dass alles, was nicht links ist, ist gleich rechtsextrem bei ihnen. Und das ist schon dieser moralische Herrschaftsanspruch der linken Parteien. Was diese Texte wiedergeben, ist aber eindeutig, oder? Ja, aber Udo Landbauer hat das nicht gesehen.
ja, auch eindeutig. Ja. Also bitte lass wieder Kirche im Dorf. Ja. Aber er ist der Vizepräsident. Ja, wir haben ja gerade zugehört, dass jemand in der Funktion im normalen Betrieb nicht mehr zugegen ist und auch nicht mehr kommen muss, sondern eben, dass eine formale Funktion ausübt. Aber ich will das zu einem anderen Thema bringen. Schauen Sie, wir haben jetzt eine funktionierende, Bundesregierung, ja, die 6 Wochen im Amt ist. Der Herr Innenminister Kickl und der Herr Bildungsminister Fassmann haben heute sehr gute Erklärungen abgegeben, die jetzt aktuell diskutiert werden. Die müssen dann beide wieder zurück ins Parlament. Und es ist schon irgendwie auch so ein Anstrich des Madigmachens einer erfolgreichen Regierung. Ja, damit müssen Sie rechnen, Herr Gutelis, das war doch klar. Ja, aber Sie müssen auch damit rechnen, dass ich mich dann ganz klar wehre dagegen. Das ist ja, das spricht und sehr klar legen, was Sache ist. Dass Sie sich da immer exzellent werden. Aber klar ist natürlich, dass die FPÖ, auch Sie, auch der HC Strache natürlich immer gewusst haben, da wird das Feuer eröffnet werden, wenn wir in der Regierung sitzen. Und da bietet natürlich Ihre Burschenschaft der Verflechtung schon einen recht kräftigen Angriffspunkt. Dass wir, gegen Wind gewohnt sind, das wissen Sie natürlich. Das macht das Diskutieren mit Ihnen ja auch spannend. Aber muss man nicht sagen, es würde euch deutlich einfacher fallen, auch in dieser Regierung, wenn ihr euch von diesen rechtsextremen Burschenschaften distanziert? Schaut einfach mal, sind legale Vereine, wo jetzt junge Menschen Mitglied werden und dann, wenn sie älter werden, nicht mehr so oft hingehen und normale Berufe ergreifen, studieren, ihren Lebensweg gehen. Und einige davon auch in der FPÖ sind, das stimmt. Aber man kann jetzt auch nicht von der ÖVP verlangen, sich von allen CV-Verbindungen zu trennen oder von der SPÖ sich zu trennen von der sozialistischen Jugend oder von der Aktion kritischer Schüler und dergleichen. Oder von den Roten Falken, die ja auch gerne Lieder singen, wie bekannt ist, und früher wahrscheinlich auch andere Lieder gesungen haben, als sie jetzt singen. Also da würde ich schon etwas zur Balance auch mahnen und hier zur Mäßigung insgesamt, dass man hier versucht, eine gesamte Gruppierung an jungen und älter werdenden Leuten insgesamt einzutunken, ist nicht fair. Das kommt auch nicht gut, das verstehen die Leute auch nicht, glaube ich. Wäre doch die Forderung, dass sie differenzieren und dass sie sagen, nein, das tun sie nicht. Sie sagen, nur wenn er strafrechtlich verfolgt wird, also wenn er selber geschrieben, gesungen oder so was hat, dann ist er rücktrittsreif. So würde ich Sie jetzt verstehen. Nein, ich sehe das nicht so. Jetzt lassen Sie mich anreden. Ich verstehe ja, dass man sich 2 Tage vor einer Landtagswahl nicht den Spitzenkandidaten ausschießen lässt. Da fällt einem einiges ein, was man ins Treffen führt. Jetzt sind die Wahlen vorbei und jetzt hätten Sie die Chance, dass Sie sagen, so, und jetzt räumen der wir Herr auf Heiger mit diesem Thema. Der Herr Heiger fordert das ja mehr oder weniger. Ja, dass Sie den raushauen. Die FPÖ Niederösterreich und Udo Landbauer werden in diesen Tagen eine autonome Entscheidung treffen, wo wir ihnen nicht hereinfunken wollen. Ich rede deswegen so über Herrn Landbauer, weil ich ihn schon seit vielen Jahren kenne. Sie schätzen ihn, das wissen wir. Er war auch ein Mitarbeiter. Mehr oder weniger gesagt, haut den Idioten raus. Ja, es gibt verschiedenste Meinungen zu allem, aber Herr Heigermoser, ja, es herrscht Meinungsfreiheit und das möchte ich jetzt nicht kommentieren. Aber er war beim Mitarbeiter. Ist die Wissenschaftler nebenbei? Das weiß ich nicht. Ja? Ich kenne die Liste nicht auswendig. Mhm. Er war Mitarbeiter im Rathausclub und ist ein ganz ordentlicher, junger Mann, der seinen Weg geht und wo ihm jetzt hier ein Strick draus gedreht wird. Und das ist eigentlich eine nicht schöne Sache. Herr Krömer, Strick draus gedreht wird? Nein, es ist eine politische Verantwortung, noch einmal. Und die wird offensichtlich nicht wahrgenommen. Da geht es eben nicht darum, ob er es gewusst hat, sondern wenn ich einer solchen Vereinigung vorstehe und dann kommt sowas heraus, dann muss man einfach die Stirn haben, zumindest schon nach der Wahl, dass man sagt, so, und ich ziehe selber die Konsequenzen und ziehe mich zurück. Aber das ist ja offensichtlich nicht zu erwarten bei der FPÖ. Und das halte ich ja für die Gefahr für diese Republik. Weil mit all diesen Dingen, und die dann wochenlang diskutiert werden, auch in den internationalen Medien diskutiert werden. Also Sie würden sich auch sehr erregen, wenn Udo Landbauer Clubobmann ist im Landtagsclub? Nein, natürlich. Er nimmt eine politische Funktion wahr und er müsste meines Erachtens aus dieser politischen Verantwortung, was gelesen hat oder nicht, schlicht und einfach zurücktreten. Das würde nämlich auch eine pauschale Verurteilung von Burschenschaften verhindern, wenn man differenzieren würde. Ihr Parteigründer Peter Pilz war ja, glaube ich, in keiner Burschenschaft.
Ja, hat aber Frauen begrapscht, hat er selbst zugegeben. Ja. Hat er selbst zugegeben, ist deswegen zurückgetreten. Die Vorwürfe sind anscheinend auf dem Tisch. Die sind auf dem Tisch. Er ist zurückgetreten. Er ist nicht zurückgetreten, er hat sein Mandat nicht angenommen. Ja, und zu vergleichen, Der Mord an den Juden im Dritten Reich ist nicht vergleichbar mit dem Vorwurf an einer sexuellen Belästigung, die umstritten ist. Sie sind das ruhiger angehen und sagen, könnte man schon den Punkt etwas abgewinnen, dass man sagt, sexuell begrapschen ist was anderes. Ja, aber es geht um Vorwürfe gegen Politiker, und wie da gehandelt wird. Aber Peter Pilz ist aufgrund der Vorwürfe das Mandat nicht angenommen. Na? Dann hat er angekündigt, zurückzukommen. Dann hat er gemerkt, die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt und kommt deswegen nicht zurück. Und jetzt frage ich mich, wo ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Udo Landbauer? Dieser Vergleich, den müssen Sie sich gefallen lassen. Der Peter Pilz, der selbst zurücktritt, weil er meint, aha, er kann sich nicht erinnern, es stehen Vorwürfe im Raum. Gut, ich gebe zu, es ist nicht geklärt, aber... Entschuldigung, wir reden über politische Verantwortung. Wir reden über politische Verantwortung. Und Peter wir reden über politische Verantwortung, nicht über angenommen, eine mögliche sexuelle Belästigung so oder sind. Über Massenmord im Dritten Reich. Da brauchen wir überhaupt nichts mehr reden. Da muss man sich einfach klar davon distanzieren. Diese Relativierungen, die Sie hier jetzt mit diesem Vergleich ziehen, da geht es um politische Verantwortung. Und schauen Sie, wenn Sie sich immer dahinter verstecken, schauen Sie, ich sage, wir haben ein Regierungsprogramm, Antisemitismus hat bei uns nichts verloren, es wird geahndet, es wird ermittelt, sehen Sie auch, das sieht jeder Mensch. Es ist vieles, was im Regierungsprogramm steht und was dann in der Realität passiert. Minister Kickl hat angekündigt, eine Auflösung zu prüfen, und wenn es so ist, dann wird aufgelöst. Und mehr kann man nicht tun. Das ist sauber, das ist gut. Und es ist gut, dass die Bundesregierung und die Behörden so handeln. Also noch einmal, man kann natürlich mehr tun. Man kann eine politische Verantwortung wahrnehmen. Ja, da sollten Sie sich auflösen. Das wäre am besten. Meine Herren, sehr heftige Diskussion. Da wird es hoch hergehen beim Thema Burschenschaften. Zum Schluss nur eine Sekunde, noch eine kurze Frage zum zweiten aktuellen Thema des Tages. Ludwig wird neuer Bürgermeister in Wien, gut oder schlecht? Naja, sicherlich besser als ein Herr Schieder, weil er Ludwig einer ist, mit dem man ruhig und verantwortungsvolle auch Gespräche führen kann. Tolbert, gut oder schlecht? Ich glaube, wir werden einen guten Wahlkampf gegen den Herrn Ludwig führen. Das wollte ich gleich als nächstes sagen. Das werden wir auch natürlich auch tun. Ist eine Neuwahl fällig, Ihrer Meinung? Wir wollen, dass neu gewählt wird, weil Sie haben richtig gesagt, der Herr Ludwig ist jetzt zum Vorsitzenden gewählt worden und es steht dann im Frühjahr an, die Wahl zum Bürgermeister im Gemeinderat. Das heißt, ich denke mir, dass jemand, der sich vom Wähler nicht hat legitimieren lassen, sollte sich einer Wahl vorher stellen. Sie würden spätestens im Herbst Neuwahlen haben. Sobald wie möglich, damit eben der Herr Ludwig als neuer Bürgermeister oder bevor er Bürgermeister wird, auch vom Wähler zu erzählen. Kurze Frage, Sie treten dann an in Wien, Herr Kotenus? Das wird man sehen. Das ist alles noch schön. Liste Pilz tritt an in Wien. Liste Pilz auch für Neuwahl. Erstens, wir treten an und so schnell wie möglich. Gern, wir sind auch jetzt Neuwahl aufgestellt. Ja. Gut. Also beide Herren sagen, Ludwig ist wunderbar, aber das bedeutet Neuwahlen in Wien, richtig? Ihrer Meinung nach? Also wir wollen das, aber Sie wissen ganz genau, wie die rot-grüne Mehrheit ausschaut und ob sie das verhindern wird natürlich. Ne? Das war eine spannende Diskussion zum Thema Burschenschaft mit einem kleinen Schlenker zum Herrn Ludwig am Schluss mit einem ganz bestimmten Hintergrund, denn nach der Werbung kommt jener Mann, der den Herrn Ludwig eigentlich hinter den Kulissen gemacht hat. Auf den bin ich gespannt.